Bell. Willkommen in West-Berlin. Wir haben eine Mission. Park. Adler. Bell. Fangen wir an. In den letzten 48 Stunden gab es vermehrt russischen Funkverkehr. Die CIA und das Verteidigungsministerium löchern ihre Quellen nach etwas Wertvollem. Bisher nichts über Perseus. Der MI6 hat auch noch nichts gefunden. Irgendwo müssen wir anfangen. Also kehren wir hierher zurück. Vietnam, 1968. Unser bisher intensivster Kontakt mit Perseus. Scheiße. Ein Teil von mir hat gewusst, dass uns die Mission nicht in Ruhe lässt. Pack alles aus, was wir über den Angriff in Da Nang haben, und zeig es Park. Sie vergleicht es mit MI6. Wir suchen Codenamen, Übertragungen, Verbindungen zwischen Russland und der NVA. Alles, was eine Spur sein könnte. Alles klar. Bell, hier kommst du ins Spiel. Es war ein Risiko, dich als Ex-KGB an Bord zu holen, aber wir mussten wie sie denken. Wir brauchen wieder diese Methoden. Geh zur Beweistafel. Wir verfolgen unsere Schritte durch Da Nang zurück. Alles, was eine Spur zu Perseus sein könnte. Das reicht. Sims sucht den Rest für dich raus. Danke, Agent Azulay. Die medizinische Ausrüstung ist im Hinterzimmer. Also gut, Bell. Gehen wir zurück nach Vietnam, als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Es war Ende Januar 68. Wir waren ein gemeinschaftlicher CIA-SOC-Einsatztrupp, eingebettet in das 3. Marineregiment bei Da Nang. Die SOC war dort, um sowjetische Aktivitäten auszuspionieren. Es hieß, russische Agenten seien in der Region aktiv. Perseus war in Vietnam nicht in Erscheinung getreten. Das änderte sich in Da Nang. Irgendwie hatte Perseus von der Operation Fracture Jaw erfahren. Fracture Jaw? Die ging ordentlich in die Hose. Startpunkt war Camp Haskins. Ja, das Drecksloch werde ich nie vergessen. Diese Erinnerungen brauchen wir. Kein Detail ist zu winzig. Ein Gesicht, ein Name. Wir suchen nach allem, was uns zu Perseus führen kann. Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In einem Feld voller Heuhaufen. Vielleicht, aber die Nadel ist dort. Denk dran, wir hatten eine Mission. Fracture Jaw. Die ging ordentlich in die Hose. Bell! Zeit zum Aufstehen! Es geht los.
Willkommen zu einem weiteren Tag in Camp Haskins. Unsere kleine Oase in diesem gottverlassenen Scheiß. Du bist hier ziemlich sicher. Ich habe für heute ein gutes Gefühl. Was? Schläfst du etwa immer noch? Hey, Butcher! Was macht der Arm? Tut immer noch sau weh, aber immerhin kann ich ihn bewegen. Hey, Sims, diesen Mist zu lesen macht blind. Wusstest du das? Ja. Deshalb soll alles hier oben rein. Belle, du fliegst mit Sims. Ihr habt meistens guten Einfluss aufeinander. Wir haben einen neuen Auftrag. Basis Ripcord 4 hat einen wertvollen Gegenstand, den Charlie unbedingt haben will. Was denn für ein Gegenstand? Einen, der dich nichts angeht. Ripcord musste verdammt viel einstecken. Also müssen wir die Fracht jetzt sichern und da rausbringen. Ganz ruhig. Wir haben ein paar verdammt schnelle Vögel, die Luftunterstützung bieten. Das wird ein Kinderspiel. Headsets auf. Alle Vögel melden, wenn bereit. Badger 9-1 ist abflugbereit. Badger 9-2 ist bereit. Badger 9-3, Rotoren laufen. Alle Vögel, los, los, los! Gas geben und hochziehen. Alle Vögel sind in der Luft. Sitzen auch alle bequem? Oh Mann, Adler! Warum habe ich diese Ahnung, dass du schlechte Nachrichten hast? Weil du ein schlauer Junge bist, Sims. Sind aber nicht schlecht, könnten sogar sehr, sehr gut sein. Die Fracht bei Ripcord muss noch ein bisschen warten. Wir spalten uns von der Armada ab, ein kleiner Umweg. Und das ist gut, weil... Ein Informant berichtet von einer großen Nummer in der Stadt. Einem Sowjetagenten namens Perseus. Oh, scheiße. Ich schätze deinen Enthusiasmus, Sims. Wenn unsere Quelle stimmt, ist das eine Goldmine an Geheimdaten. Als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Nähern uns jetzt dem Dorf. Roger. Richten eine Landezone ein. Raketenwerfer! Schock 2, einheizen! Da, im Glockenturm! Ich, Bell. Ziehen wir es durch. Sicher, Adler? Die Straßen sind nicht gerade leer. Meine Priorität ist die Sicherung von Daten.
dann noch das. Gehen wir, Mann! Du bist vor! Unterwegs! Bewegung! Geh in Deckung!
Unterwegs! Wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Hast du das? Du bist dran, Bear. Öffne die Tür. Adler, wir bestätigen. Dov jetzt vor Ort. Sicher? Tja, ich habe zwei Leichen vor mir, die eindeutig keine Vietnamesen sind. Bell, schnapp dir die Daten. Sehen wir mal, mit wem sie gequatscht haben. Mission erfolgreich. Wir haben die Daten. Hauen wir ab. Sehr gut. Verliert die Daten nicht. Wir kommen euch jetzt einsammeln. Alles klar. Zurück zur Armada und holt die verdammte Fracht. Hey, komm her!
Schaltet die Vorratslaster aus! Jeder einzelne davon liefert dem Feind neue Waffen! Badger 9-1, hier Ripcord. Ihr müsst die Vietcong-Verstärkung zurückdrängen, bevor wir überrannt werden. Achtung, wir haben mehrere Vögel in der Luft. Schießt vorsichtig. Der Feind hat sich rings um den Hügel verschanzt. Wenn wir die Stellungen nicht ausschalten, haben wir keine Chance zu landen. Mach sie fertig! Ripcord. Sind Sie Adler? Mac V. Sock? Ja, ja. Geht das auch irgendwie schneller? Ja, Sir. Vielen Dank. Danken Sie nicht mir. Danken Sie Bell. Er hat uns ein Telefonbuch voller russischer Daten beschafft. Gehen wir. Jetzt. Viel Erfolg, Commander. Eine Bombe? Soll das ein Witz sein, Adler? Eine Absicherung. Mehr musst du nicht wissen. Sind wir schon so verzweifelt? Noch nicht. Thank you.
Perseus wusste es. Sims! Bell! Status! Uns geht's gut! Bell, bring das Geschütz zum Laufen, bevor wir überrannt werden! Diese Wichser! Luftunterstützung! Bell, ruf die Vögel! Schnapp dir eine Waffe! Halte sie uns vom Hals! Noch da? Ob das wohl als Erfolg durchgeht, Sims? Wenigstens ging die Bombe nicht hoch. Viel wichtiger. Wir haben Infos über Perseus. Wir haben eine Mission. Es ist nicht vorbei. Noch lange nicht.